Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute gibt es einen super aromatischen und fantastischen Zwetschgenkuchen, der wahnsinnig leicht und saftig auf der Zunge ist. Und wie du da jetzt selber vorgehen kannst, das möchte ich dir gerne zeigen. Nachdem mein Zwetschgenkuchen eigentlich genau genommen ein Pflaumenkuchen ist, weil meine Zwetschgen im Garten sicherlich noch ein, zwei Wochen Zeit brauchen, um zu reifen, hat mir meine liebe Nachbarin einen ganzen Sack voller Pflaumen vorbeigebracht. Und was macht man damit besser als einen wunderbaren, saftigen Pflaumenkuchen? Auch wenn das Nachbarspflaumen bio sind, dennoch werden sie gründlich gewaschen und gereinigt. Und dann benötigst du 175 Gramm Mehl, eine Packung Puddingpulver, Vanille oder Sahne. Der bevorzugte Geschmack ist dir natürlich überlassen. 60 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Und du benötigst noch einen halben Teelöffel Backpulver und natürlich eine Prise Salz, denn zu allem Süßen gehört etwas Herbes. Und dann noch 120 Gramm weiche Butter. Und zu guter Letzt kommen noch die zwei Eier hinein. Die gesamten Zutaten verknetest du jetzt zu einem glatten Teig. Und wenn alles so schön verbunden ist, richte dir deine Backform her und buttere den Rand kräftig ein, dass der Kuchen bloß nicht daran kleben bleibt. Und dann kannst du nun auch schon deinen Teig in deine Backform geben. Drücke diesen fest und forme dir mit Hilfe deiner Fingerchen einen etwa 2 bis 3 cm hohen Rand. Genauso sollte das jetzt ungefähr wenigstens aussehen. Und dann kommt jetzt der große Auftritt deiner Pflaumen oder Zwetschgen, und zwar 1,2 Kilo davon. Bei mir war es sogar etwas zu viel, aber du darfst mir glauben, diese sind nicht schlecht geworden und habe ich mir natürlich schmecken lassen. Und dann halbiere erstmal deine Früchte, um den Kern zu entnehmen. Einfach mit dem Messer rum auseinanderdrehen. Das sollte funktionieren, wenn sie schön reif sind. Im Anschluss daran nimm dir wieder deine Backform und fülle die Früchte und verteile sie dann gleichmäßig von außen nach innen auf dem Kuchenboden. Im optimalen Falle sieht das so aus wie bei mir. Und wenn nicht, ist es nicht schlimm, denn der Kuchen ist auf jeden Fall mit viel Liebe gemacht. Nun widmen wir uns der Herstellung der Kuchenstreusel. Dafür benötigst du 100 Gramm Mehl und 60 Gramm Zucker sowie ein Päckchen Vanillezucker sowie 75 Gramm weiche Butter und vermenge die Zutaten so lange, bis du eine schöne bröselige Masse hast. Genauso fluffig leicht sollten sie aussehen. Und dann nehmen wir uns auch schon wieder unsere Backform und verteilen die Brösel. Du wirst es dir denken können, verteilen die Streusel auf den Früchten obendrauf.
So fix geht's und der Kuchen kann bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen für circa 35 Minuten ausgebacken werden. Und nach 40 Minuten kommt der Kuchen wohlig duftend aus dem Backofen und jetzt muss er leider erst einmal abkühlen. Entferne zum Auskühlen ruhig den Kuchenring und kann ihn jetzt, wo er endlich ausgekühlt ist, anschneiden. Ich finde es ja immer wahnsinnig schade, dass man Gerüche nicht übertragen kann, weil der riecht so aromatisch und richtig geschwängert in der Luft. Herrlich. Und schaut euch mal an, wie schön saftig und leicht der von innen aussieht. Eigentlich muss ich dazu gar nichts sagen, denn die Bilder sprechen absolut für sich. So bleibt mir jetzt nur wieder euch einen wunderbaren guten Appetit zu wünschen. Viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat's euch.